Jo Leute, Double Peace. Ich bin jetzt das erste Mal in der Woche unterwegs und ich weiß ganz genau, warum ich die Öffentlichkeit gemieden habe. Ich werde dumm von allen Seiten angeguckt. Die Frau, die da sitzt, die hat gerade eine Taube weggetreten. Scheint auch eine leichte Behinderung zu haben. Weiß ich nicht. Also Behinderung nur als Beleidigung, nicht als tatsächliche Krankheit. Und es ist einfach nur unerträglich ekelhaft. Es ist einfach nur ekelhaft. Darf ich jetzt reden? Danke. Und es ist einfach draußen eine absolute ekelhafte Atmosphäre, die ich mir nicht weitergeben möchte. Also ich werde von allen Seiten dumm angeguckt, so weil ich halt hier so rumlaufe. Hier, ich habe hier so, und das hier mit so einer Alpha, die gucken mich alle so an, als ob ich der größte Drecksassi wäre. Dabei laufe ich einfach nur so rum, wie ich sein möchte. So, weil ich mich halt nicht anpasse. So. Und das kotzt mich an, dass man hier nicht mehr akzeptiert wird. Ich habe teilweise das Gefühl, dass Leute mir hinterher gucken und mir auf meinen Rucksack spucken. Ich gucke immer wieder rauf. Jetzt steigen hier voll viele Leute ein. Who cares? Ich werde einfach weiterreden und es macht für mich einfach keinen Sinn mehr, am V-Life teilzunehmen. Ich werde jetzt auch nach Hause gehen. Und werde ich höchstwahrscheinlich meinen nicht genutzten Schlaf nachholen. Eventuell werde ich auch meinen Schlafrhythmus wieder gerade biegen, sodass ich halt normale Zeiten habe, sodass ich um 7, 8 Uhr aufstehe und dann halt um 20, 22 Uhr schlafen gehe. Und dann reguliert sich das wenigstens in meinen eigenen Kreisen, die halt zu Hause möglich, die mir zu Hause halt möglich sind, reguliert sich da wenigstens wieder das Verhältnis zur Realität. Ansonsten, ich möchte nicht mehr draußen sein. Mir tun alle Leute leid, die arbeitstechnisch, schultechnisch oder was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, gezwungen sind rauszugehen. Sie tun mir wirklich leid. Meinen tiefsten Respekt vor allen Leuten, die diese Gesellschaft trotzen und das einfach so akzeptieren, einfach darin leben können. Teilweise auch Respekt an Leute, die einfach Mainstream sind, weil die konnten sich perfekt im System fügen. Die haben keine Probleme, die fühlen sich hier wohl. Gut, sie haben sich zwar den gesellschaftlichen Zwängen hingegeben, aber sie kommen klar. So, sie spüren nichts, sie fühlen sich hier halt normal. So, für die ist es völlig normal, irgendeinen Trend nachzuspüren. Versteht ihr? Für mich nicht. Und deswegen werde ich hier blöd angeguckt. Das Handy ist gut. Es ist auf mich gerichtet, nicht auf jemand anderen, außer die da, blöde Taubentreterin, könnte ich auch hingegen und die treten. Nein, Mann, ich will euch nicht weiter abfacken, was anderes ist. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt. Ja, natürlich sieht man nur weit. Da oben ist so ein, hier, seht ihr dieses Gebäude da? Das ist eigentlich voll bekannt, glaube ich, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich bin Storkower Straße, bin ich gerade, lol. Ist hier das Jobcenter? War das nicht das gewesen? Storkower Straße? Keine Ahnung, ich musste damals im Pankow immer da zum Jobcenter. Das waren keine Zeiten. Will ich hier irgendwer noch mal spielen? Wollen Sie eine Grüße raushauen? Nicht? Gut. Bleibt stark. Bitte an alle Leute, die nicht wissen, wie sie sich gerade vom Charakter her verändern sollen, bitte fügt euch nicht dem Mainstream. Bleibt ihr selbst. Ich weiß, es ist schwierig, aber ihr schafft das. Ich schaff's auch irgendwie, auch wenn ich mich gerade in meine eigene virtuelle Welt verkrieche, aber ich hab's auch eine lange Zeit geschafft und ich werde es auch wieder schaffen. Und momentan ist mein Befinden sehr instabil und deswegen brauche ich jetzt mal diese kurze Auszeit von dieser Außenwelt, wie man sie nennt, von diesen ganzen Leuten hier. Alles klar. Ich hab euch ganz so lieb. Meine Haare sind nass, weil es geregnet hat. So dankt mir die Außenwelt übrigens auch. Es regnet. Das ist gut. Vor allem, wenn das Jahr dann alles irgendwie so nass wird, dann wird das so klamm und dann will der Körper aufheizen, obwohl er nicht aufheizen muss und dann schwitzt man. Das ist so ekelhaft. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Also nee, ich werde vorher einkaufen gehen, dann werde ich mir Waschmittel holen und das allererste Mal mit meiner eigenen Waschmaschine meine Wäsche waschen. Das wird ein großartiger Moment. Ja. Aufstieg links. Landsberger Allee sind wir jetzt hier. Sind ein paar Guys. Kann ja nochmal hinfilmen. Vielleicht kommt da jemand rein. Steigt da jetzt jemand aus? Ja.
Grüße gehen raus. Sieht man sie? Ah, schöne Handtasche. 6.000 Euro, oder? Gesellschaftlicher Zwang nennt man das. Falls jetzt irgendwelche Leute wieder sagen, hier wegen Ralph Lauren, Rich Kid, das hat mein Onkel schon getragen. Das ist eine 20 Jahre alte Jacke, Kapuzenjacke, Stoffjacke. Labert mich nicht voll, ganz ehrlich. Alles klar. Mehr gibt's von mir auch nicht zu sagen. Hier unten ist Dreck. Kann ich mir auch nicht angucken. Ich kann mir meinen eigenen Dreck angucken, aber nicht von anderen Menschen verursachten Dreck. Ich will euch nicht weiter voll labern. Das sind schon wieder 5 Minuten, die ich eure Lebenszeit geraubt habe. Bin ich jetzt zu weit gefahren? Fährt ihr die S1? Ich muss jetzt nämlich in die S1, damit ich zurück nach Oranien bekomme. 5 Minuten und 40, es tut mir unheimlich leid, aber ich muss auch einfach mal was loswerden. Alles klar, ich hab euch ganz so lieb.